Hey Skatfreunde, es wird mal wieder Zeit für eine Serie von Eddie. Anfang der Woche war er noch verhindert, aber ich habe ja noch die zweite Serie von der Online-Bundesliga, besser gesagt vom allerletzten Spieltag. Wir waren schon durch, sportlich ging es um nichts mehr, aber natürlich wird dann auch die Ehrenrunde noch sauber gespielt. Der Sound war weiterhin nicht da und das gibt mir die besondere Chance und Gelegenheit, erneut in die Rolle hier des kleinen Vögleins zu schlüpfen und mal zu schauen, was mein Mannschaftskollege da angestellt hat. Ich habe genau wie ihr die Partie noch gar nicht gesehen. Ich habe nicht mich vorbereitet und deswegen kann ich ganz frisch und frei von der Leber weg jetzt das kommentieren. Wird mal euren Hinweis aufgreifen, versuchen das eine oder andere Mal vielleicht mehr auch mit dem Pause-Button hier zu spielen, um noch zeitnaher oder dichter an der eigentlichen Situation dran zu kommentieren. Ja, und da kommt gleich die erste Hand in Vorhand, die erste Hand, also die erste Karte in Vorhand. Und ja, das Blatt kommt mir irgendwie ein Stück weit bekannt vor. Ne? Die gute Nachricht, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Und auch im Gegenspiel ist nicht unbedingt ein riesen Erwartungsdruck auf dir drauf. So, was macht er? Langer Weg, lange Farbe. Ja, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich hier mal wieder in Karo Dame gegriffen. Einfach aus dieser Geschichte, aus der Logik heraus, auf dem langen Weg wirklich eher die kurze Farbe zu spielen. Wird ja auch manchmal, da flachsen wir uns ja auch ein bisschen an. Also Eddie spielt hier tatsächlich aus dem König zu dritt, hat natürlich auch seine Begründung. Es ist weniger wahrscheinlich Mittelhand, da irgendwas mit kaputt zu machen. Es ist auch möglich, aber weniger wahrscheinlich. So, Stechfarbe gefunden. Okay, wie gesagt, in dem Spiel, ja, viel Hoffnung ist da nicht. Trumpf Ass sticht Pik Ass, ja, Pik 10 vielleicht oder wahrscheinlich noch gedrückt. Und wenn nicht, wird sie mit großer Chance so oder so noch ein Opfer des Alleinspielers. Ja, auch in Kreuz und Karo schwer vorstellbar, dass unser Partner jetzt noch die anderen Asse alle führt. Also hier geht es wahrscheinlich wirklich bestenfalls um Schneider frei. So, es ist der Sechstrümpfer, Kreuz Ass wahrscheinlich, blank und jetzt noch ein... Na? Und jetzt noch der Drilling Karo oder Drilling Kreuz und blankes Karo Ass auf jeden Fall sackt zu, das ist klar. Gedrückt Pik 10 wie vermutet und Karo König, Karo 10 beim Partner. Also Karo Dame Aufschlag wäre wahrscheinlich auch nichts großartig anderes passiert. Vielleicht hätten wir die Dame weniger gehabt, also drei Augen gespart. Schlau vom Eddie. Vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, und das ist natürlich auch das nackte Elend. Mit einer Pik 8 oder 9 könnte man in Richtung Nulluver sich entwickeln. Aber das muss natürlich dann auch wirklich hier diese Verbindungskarte sein. Nichts, was du reizen würdest und natürlich sowieso nichts, wo du annehmen könntest, für 23 ans Spiel zu kommen. Kann man wirklich noch froh sein, dass wirklich nur Farbe gespielt wird. Das heißt, Partner hat vielleicht auch ein bisschen was, wenn da kein Gang gespielt wird. Wir selber haben keinen einzigen vollen und nur Pik Bube. Also so gesehen müssen wir unserem Partner tatsächlich ein bisschen Qualität volle oder irgendwas zutrauen. Ja, oder es ist eben genau so ein Spiel in Vorhand, wäre das Ding wohl als Gang durchgegangen, in Mittelhand einfach das top-sichere Farbspiel mit beiden Trumpfvollen und Ass 10, Ass an der Seite. Gut, Schneider halt sicher und wenn du das Ding als Krank machst und da stehen vor dir die beiden Buben, dann kann es halt ein Problem werden, so gesehen nachvollziehbar, aber natürlich ein Spiel, wo man gar nichts machen kann. So, Pik ist hier natürlich interessant und es wird auch der erste ganz routiniert von Eddie getaucht. Klar, wenn jetzt das Pik Ass fällt vom Partner, dann stehst du ein bisschen doof da, aber meistens ist es auf jeden Fall richtig, mit vier Trümpfen und gerade mit dem eigenen Trumpfvollen den einmal laufen zu lassen. Wenn es ein Sechstrümpfer ist, hat der Partner ja wahrscheinlicher einen kleinen Trumpf als das Trumpf Ass. Es kann sogar mal der Herzbube sein und wenn es ein Fünftrümpfer ist, dann rennt der Stich üblicherweise sowieso nicht weg. Weiter geht's. So, es ist der Sechstrümpfer. Wir kriegen die erste Wimmelung. Karo Ass ist natürlich, ja, wissen wir noch nicht so genau, wo wir selbst keins haben, ob das jetzt super war oder eher für einen Alleinspieler. Aber das sieht doch schon mal erfreulich aus. Herz Ass läuft durch.
Herz 10 gedrückt. Okay, Abwurf Karolusche, das wird ihn wohl nicht retten. Wir haben schon Richtung 39-40, haben noch zwei Bauernstiche in der Hand. Gut, wenn jetzt Karo 10 neben Herz 10 vielleicht auch noch gedrückt ist und Kreuz Ass 10 durchläuft, dann hat er alle Vollen und kann das Ding noch gewinnen. Wenn noch Volle beim Partner stehen, dann wird es auf jeden Fall ganz eng. So, Karo 10 schon mal bei uns. Das ist erfreulich. Jetzt gucken, dass wir nicht Kreuz 10 gefährden. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Es ist ganz knapp davor. Ne? Kreuz Ass 10 steht tatsächlich beim Alleinspiel. Karo 10 war bei uns. Ist eine ganz enge Kiste. Gewinnt noch mit 62. Ja, aber Eddie schüttelt ein bisschen der Kopf. Aber wo war das Problem? Konnten wir irgendwo mehr machen? Herz Ass lief an sich perfekt durch. Partner muss dann wirklich fortsetzen mit Karo König, ne? Oder Karo König war gedrückt, muss mit Karo 10 fortsetzen, wo Eddie nicht mit Karo kam, dann dann wäre, ja, was wäre passiert? Ich glaube, dann kriegen wir einen Trumpf, genau die zwei Augen am Ende wenigstens mehr, ne? So, Eddie geht rein, schlecht gefunden, Ansatz auch nicht so dülle, also wirklich jetzt eine ganz dünne Kiste. Wenn es alles ordentlich verteilt ist, kann er gut durchgehen. Wenn irgendwo die Dreierlänge in Trumpf, in Pik sitzt zum Beispiel oder Trumpf zu viert steht, dann kann es schon schnell schwierig werden. Also natürlich, Eddie zieht hier auch vor, sehr wahrscheinlich Pflicht hier schon zu schnippeln. In Karo kann man sich ohne Trumpfvolles gar nicht leisten, hier Karo Ass direkt rauszunehmen, selbst wenn der König kommt. Es sei denn, jetzt kommt da Karo 10 rauf, aber das ist wohl nicht zu vermuten. Na, Karo König nimmt er doch, alles klar. Sieben Augen gegen 10 Augen ist im Zweifel nicht der Riesenunterschied. Und manchmal wirst du ja dann die Lusche auch sogar noch richtig günstig los. So, pflichtmäßig mit der Dame geschnippelt, das war gut und Trumpf steht 3-3 und Pik steht 2-2 sogar. Also ja, manchmal ist es dann doch so einfach. Karo war halt auch nichts los. Wichtiger eben noch Trumpf ganz glatt und Pik ganz glatt und mit Ass, Dame, 7 alle Stiche zu machen, wird das Ding plötzlich mit 80 gewonnen. Also ja, das kennt man natürlich. Man sieht ganz viele Drohungen und dann ist gar nichts los. So, hier geht er auf den 0. Na, mit einer Karo-Verbindungskarte wird das eben auch schnell sogar, kann das schnell sogar zum 0-Over mutieren, das Ding. Pik König runter und Kreuz 7-10 kann man im Zweifel sogar gut als 0-Over spielen, aber mehr als 0 reizen ist natürlich nicht angesagt. Drei Bauern beim Grang, das sagt uns der Pik-Bube. Nehmen und zurückspielen, bitte kommen Sie selber. Drei Bauern, drei Kreuz, Blatt klärt sich so, ohne dass ein Abwurf oder irgendwas Sonstiges möglich ist. 27, so, entweder die Karte geht gleich auf im Schneidersinne oder sie bleibt verdeckt. Ja, dann können wir wohl von dem Drilling in Pik jetzt ausgehen. So ist es, Klassiker. Ne? Drei Bauern, den Kreuz-Ass-Drilling hatten wir ja schon. Blanke Lusche, wo nicht die 21 fallen. Und dann Ass-10-Dame, wo Pik 2-2 steht, war das ein Schneiderspiel. Achtzehn geboten, ja klar, auf den sechsten Trumpf oder das ergänzende Ass. Dann wird man es bei 18 nehmen, in dem Moment, wo gehalten wird, raus. Also auf die Idee hätte ich auch gut kommen können. So, was haben wir denn hier plötzlich? Ein munteres Jagen. Drei Interessenten an dem Spiel und erst bei 60 wird der Zuschlag verteilt. Also 0-Over Hand, in Vorhand komplett plausibel, komplett gut möglich. Wenn da eine lange Farbe mit Ass irgendwie wäre, Viererlänge mit Ass, Kreuz oder Karo, dann kann es natürlich vielleicht sogar interessant werden. Aber realistischerweise, wenn der Alleinspieler hier drei Assfarben hat und den Grang mit zwei wirklich hat, dann wird er den sehr wahrscheinlich auch gewinnen. So,
ins Herz Ass hinein. Bauern stehen dagegen, wird er vermutlich beide abholen. Nein, das ist eine Überraschung, weil das zeigt auch eigentlich, dass er Schwachpunkte hat. Dass er nicht kontrolliert einfach Bauern ziehen und seine Stehkarten runtereiern auf 70, 60, weiß ich was. Pik Ass Abstich ist jetzt überraschend. Und jetzt ergeben sich vielleicht Chancen. Erstens kommen noch ein paar Herzen. Zweitens ist es noch möglich, dass das in Pik, nein, Pik, es ist die Fünferlänge Pik, also es fehlte nur Pik 10 Lusche. Aber er verliert jetzt tatsächlich mit 57 und ich bin mir nicht sicher, doch eigentlich bin ich mir sicher, er fährt hier natürlich besser, wenn er den Buben holt und dann Pik oben unten spielt, dann hat er noch drei Assfarben. Also ich glaube, das war an der Stelle nicht nötig, dieses Spiel zu verlieren. Insbesondere sticht er jetzt halt nicht in vollen, sondern sticht in den Herzkönig rein, hat also Pik Ass abgegeben und dafür nur den Herzkönig zurückgestochen. Also rechnerisch offensichtlich, es reicht ihm an, sich einfach die Buben zu ziehen und dann seine Vollen. Sehr wahrscheinlich kann er sogar auf den Pik König verzichten, sich den hochzuspielen. So, wir sind im nächsten Spiel und es ist wieder passiert. Ich quatsche noch, während hier das nächste Spiel läuft. Also Eddie macht hier den Grang los. Der sieht ja auch ziemlich gut aus. Ich habe es jetzt gar nicht ganz genau gesehen, was gedrückt ist. Ist nicht total unverlierbar, also nicht theoretisch, aber über diesen Vortrag mit der Karo Lusche ist es schon sehr, sehr, und jetzt ist er natürlich gewonnen, ist natürlich sehr schwer, den zu verlieren. Jetzt hat sich das mit Herz König, Schnitt und Karo 2-2 sogar wieder in Richtung Schneider entwickelt. Das ist ein Stück weit überraschend, aber gut. Nimmst du mit als Spieler, ne? Steckst du nicht drin, nimmst du mit. So, hier mal eine Sprungreizung, gleich auf 23. Auch ein Stück weit ambitioniert. An der Stelle wieder 2 aus einer Farbe lieber gedrückt statt 1 und 1. Das macht, habe ich auch schon mehrfach mal erklärt, macht Sinn in dem Sinne, dass in Karo mehr Karten unterwegs sind als in Kreuz und da eine Überstich-Wahrscheinlichkeit in der zweiten Karo-Runde zum Beispiel unwahrscheinlicher ist als in Pik. Andererseits die Konstellation, wo du König-Dame gedrückt hast, da ist es jetzt auch mal interessant, quasi wirklich den Pik-König und die Karo-Dame zu drücken, weil auf der Pik-Dame üblicherweise dann eben wirklich nur 14 Augen fallen können, wenn nicht die Gegner wirklich die 21 rauflegen, was sie sehr selten tun. Auf Karo können natürlich auch leichter 18 fallen. So, anyway, das Spiel ist sowieso nicht super gut. Hier darf Unglücke irgendeiner heftigeren Art kann das Spiel im Zweifel sowieso nicht ab. Idealerweise steht Herz schon mal 2-2. Das ist nicht der Fall. Ah, hier gut, gleich ein kleiner Bluff mit dem Herzkönig. So, sie stehen irgendwo schon kurz vor 50. Ne? Also eigentlich ist das Spiel, eigentlich dürfte das Spiel nicht zu gewinnen sein, es sei denn, jetzt wird jemand Trumpf 10 reinlegen. Oder es kommen wirklich die beiden Bauern blank, ist aber nicht der Fall. Es stehen sogar 4 Trümpfe dagegen. Also 4 Trumpf dagegen plus Herz zu dritt. Das kann dieses Spiel nicht vertragen. Da klingelt es das erste Mal an der Kasse und ich glaube über 70. Aber ein erfreuliches Anschlussspiel, um die Scharte wieder auszubügeln, das ist natürlich ganz kurz schon vorgegangen. Hand nach der Verstärkungskarte, die erlaubt, kreuzblank zu drücken, geht der natürlich als Grang los. So, im Schneidersinn entwickelt er sich natürlich nicht gut. Jetzt Pik König geht schon wieder. 7 Augen erst in Karo gemacht und jetzt nicht geschmiert auf den Bauern. Wenn Pik jetzt glatt steht, dann ist natürlich Rest, dann ist doch noch wieder Schneider. Also da kam kein Voller auf den Bauern rauf und damit, ja, schon mindestens der zweite, wenn nicht der dritte Schneider, der irgendwie oder das dritte Spiel, was sehr, sehr, sehr glücklich dann auch für Eddie gelaufen ist. Klar, eins wird verloren. Hier bei Passe, Passe greifst du rein, findest den sechsten Trumpf, ganz unkonventionell, also
ganz üblich hier, das Spiel sich auf diese Weise sauber drücken, das ist keine erhöhte Schwierigkeit. Am Trumpf Ass hier sieht man auch schon, dass nicht die vier Trümpfe stehen, sondern dass jetzt Pik Bube blank ist. Ansonsten wäre da ein Trumpfstich verschenkt worden, was man hier in der Liga sicher nicht erwarten kann. Auch ansonsten wäre der Kreuz Bube sicher auch dann richtig gewesen. Beziehungsweise gegen vier Trümpfe wäre es egal gewesen. Aber es stand an dem Trumpf Ass eben erkennbar schon drauf, dass Trumpf nicht zu viert steht. Kreuz schön 2-2, auch wenn sie es bis zum Ende verschleiern wollten, wird natürlich von oben gespielt. Und das nächste Schneiderspiel. Ja, Material und dann auch schön bei 18 dran, wo du jetzt noch die einfache Farbe machen kannst. Ist natürlich deutlich stärker als das Spiel eben. Auch hier die Achillesferse ist natürlich der Karo Drilling, aber wenn der hier mal jetzt 3-1 steht, das Spiel hält meist noch mit beiden Trumpfvollen und dem Kreuz Ass. Ja. Also der hat schon eine sehr, sehr gute Chance. Ja, und wenn es dann so losgeht, dann ist ja auch meist schon klar, dass alles ordentlich steht. Ne? An den Vollen siehst du, oh doch, Trumpf zu viert, okay. Aber dann tatsächlich mit der Herz-Dame hier den Stich gemacht. Gut, jetzt klärt er gar nicht Karo, sondern spielt oben unten einfach ein Voller, reicht noch. Und mit Glück kommt jetzt sogar noch Karo Ass rein. Und wenn Karo jetzt nachgesetzt wird, hat er danach sogar wieder Rest. Also gegen vier Trumpf extrem viel bekommen. Extrem viel. Acht, ich glaube, sie haben gerade mal 89, so kann das sein. Ja, also gerade mal 31, wollte ich sagen. Also gegen vier Trumpf das Ding jetzt fast Schneider zu spielen. Ja, also wenn es nicht wie in dem einen Spiel alles dagegen sitzt, dann ist es bisher auch immer sehr, sehr glücklich für Eddie hier gelaufen. Okay, Stück ungewöhnlich. Jetzt könnte schon, welchen Rang hast du, wo du Dame, König dabei hast? Vier Bauern und jetzt noch eine Flotte. Drei Bauern nur, trotzdem einmal erst gespielt, um keinen Abwurf auf den Buben zu ermöglichen. Okay, und eine Viererlänge Karo, alles klar, mit kleinem Bluff nochmal. Karo 10, ein Bauer kommt noch, aber dann ist doch auch eigentlich alles klar, dann muss es doch noch einen Herzstich geben, also ja, den hätte man auch irgendwie ein bisschen abkürzen können, aber das ist natürlich keine Pflicht. So, der 5-Trümpfer Kreuz natürlich viel zu dünn, ohne Zuchtbuben, ohne Trumpfvolles, ein hohles Ass dabei, der wird, ja, den nimmt man wahrscheinlich sogar, wenn Passe kommt, mit einem gar nicht so guten Gefühl auf. Ich denke, dann wird man ihn nehmen, aber mit gar nicht so einem guten Gefühl. So, Zwischenstand. Eddie guckt rein. Ja, 400, 400 und eine Mannschaft natürlich jetzt hier stark abgeschlagen. Also erfreulicher Start hier für Eddie in die Serie. Herz, keine Überraschung. 14 Augen gedrückt, auf den kurzen Weg die lange Farbe, soweit alles Standard. Wenn er da in die Lusche reinsticht und 14 Augen gedrückt hat, hat er mit großer Chance natürlich noch ein paar Piken. Okay, da war ein kleiner Bluff gespielt, ist aus nur der König gedrückt und aus Ass 10 das Ass im ersten gegeben. Okay, interessant. Hätte ich jetzt wirklich erstmal nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt danach kam auch Abwurf Pik Dame und die ist jetzt nicht mit dem Ass gelaufen. Also wahrscheinlich ist es der Sechstrümpfer mit dem blanken Pik und drei Karos. Wenn wir jetzt nicht Rest haben mit Trumpf, Überstich und noch Karo Ass, dann ja, haben wir aber. Dann gibt es nichts mehr. Aber so müsste das doch sogar dann wieder reichen. 14 Augen gedrückt. Ja, aber eben Sechstrümpfer tatsächlich mit viermal Schnee an der Seite, Karo König zu dritt und einer blanken Pik Dame, da nützen auch 14 Augen gedrückt nichts, wenn dann halt auch noch die vier Trümpfe stehen. Also.
So, wie setzt er den fort? Farbe zurück kann man machen, ist aber, ne, klärt in dem Sinne meistens jetzt nicht allzu viel, aber dennoch, Partner hat es gefordert, ist eine plausible Fortsetzung. Man kann also in dem Sinne wirklich, man kann auch ins Karo schon reingreifen, nach dem Motto, an sich können wir nur gewinnen. Wenn da mal eine bestellte Karo 10 steht, die wir irgendwie raus locken mit dem König, oder wenn wir ihn in der Kreuz 10 erwischen, was auch immer, der regelmäßige oder der gleichmäßige Trumpfstand sagt, dass wir es im Prinzip ja über die Beikarte regeln müssen. Denn in Trumpf gibt es nicht viel zu holen. Ja, und jetzt ist natürlich auch klar, bei dem Spiel ist die Pik 10 noch oben in der Hand, der Kreuz war längst abgeworfen, also leichter Sieg. Endeffekt war da einfach gar nichts zu machen. Ah, hier so ein kleines Zucken. Wollte er die hier etwa 18 halten? Drei Damen in der Hand, aber nur zwei Asse. Naja, man kann natürlich immer mal die mit Fantasie machen. Vielleicht hat aber auch nur der Finger ein bisschen gezuckt. So, Herz 10 will er die jetzt nicht investieren. Geht in die nächste Farbe rein und es ist ein Schneiderkrank. Die Batzenberger Asse ziehen ein wenig davon. Ja, der ist natürlich auch so ein bisschen grenzwertig. Ich mache hier mal gerade ganz kurz Pause. Ne? 6 Trumpf, ja, beide Trumpfvollen, ja, aber eben auch ohne dunklen Buben und dann viermal Schnee an der Seite. Also da willst du schon den siebten Trumpf finden natürlich, oder die Verstärkung in der Beikarte. Klar, es gibt genug Karten, die hier passen. Ne? Allein die 5 Kreuzen plus 3 Asse, aber ne, 8 Eingänge, die das Spiel verstärken, das rechtfertigt schon eine Reizung. Also man darf und sollte durchaus auf den Skat reizen, aber ich bin gespannt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann man vielleicht sehen, okay, das Ding wird er trotzdem als Kreuz machen, bin ich mir ziemlich sicher. Oder macht er den 0 mit 8, 9 König und der Viererlänge Kreuz ist halt auch wirklich ja, Not oder Elend. Ne? Beim Kreuz gibt er halt wirklich 5 Stiche ab mit großer Sicherheit. Das ist dann, ja, wie gesagt, Not oder Elend. Am Ende geht es doch so oder so über einen günstigen Stand in Pik, wahrscheinlich bei beiden Spielen. Kreuz hat sich beim 0 hier schon gut entwickelt. Das war natürlich wunderbar. Kreuz steht 2-2, wird immer besser, war nicht mal blank aufgespielt, also so gesehen. Bisher lässt sich das gut an. Es kann natürlich Pik immer noch bei 3-2 Stand auch auf den letzten Pik dann noch ohne Abwürfe verloren werden. Aber jetzt kommt sogar Herz. Also inzwischen habe ich doch das Gefühl, auch dieser 0 wird hier funktionieren. Da scheint alles ganz gleichmäßig zu stehen und jetzt ist doch selbst mit einem Abwurf auf dem letzten Karo der Sieg immer noch wahrscheinlich. Wird noch nicht mal Pik abgeworfen, sondern Herz. Ja, dann ist doch eigentlich alles. Dann ist doch alles klar. Dass jetzt noch einer einen blanken Pik in der Hand hat, den er nicht am Anfang direkt gespielt hat, das gibt es natürlich gar nicht. Also guter Riecher hier, doch auf den 0 zu wechseln. Ja, wer hat denn nun die Pik 7 eigentlich? Wo ist sie denn? Da ist die Pik 7. Auch wieder natürlich, also du sagst nur 18 auf das Ding. Ne? Wenn du es kriegst, liegt doch häufig der Bauer oder der siebte Trumpf, was auch immer. Schon ist es mit 13 Augen runter ein sehr solides Farbspiel, was gegen Normalverteilung gewonnen wird. Ne? 28 auf Herz, 15 auf Karo, 14 auf Trumpf, so ungefähr sind es irgendwo Richtung hoch in die 50. Aber ein Sieg der Gegenpartei sehr wäre sehr selten, selbst wenn alle 4 Trümpfe stehen, ist meist hier kein Problem. Es stehen alle 4 Trümpfe, aber es gibt eben trotzdem nur diesen einen Trumpfstich. Und ob da dann die 14 fallen oder ein Fehlass, das spielt an sich gar keine Rolle. Es müsste jetzt halt eben wirklich auch noch Herz schlecht stehen. So, und da wird der volle eingesammelt und damit ist hier auch die Musik raus aus dem Ding. Trumpf 10 wird eingesammelt und dann passiert hier auch nichts mehr.
Herzstand, aber auch schlecht, habe ich denn da irgendwie was verpasst? Herz, dann war gar nicht Karo 10 gedrückt, sondern Herz 10. Gut, das habe ich kurz übersehen, aber letztlich dann fallen eben da nicht 28 in Herz, sondern eben nur 18 und im Zweifel 21. Also mit dem Vollen im Keller stand das Spiel, sage ich jetzt mal, hat das irgendwie eine Chance deutlich über 90%. So, Hälfte durch. Ich glaube, Eddie hat auch ein bisschen Gas gegeben, weil er natürlich am Tisch, am Chipleader quasi dranbleiben möchte, sich nicht abhängen lassen möchte. Und das ist natürlich mit dem 0 gut gegangen. Danach noch ein Farbspiel hinterher mit 3 Bauern. Beide Spiele muss man nicht reizen, aber wenn du eben nie ins Risiko gehst, dann wirst du beim Skat auch keine Erfolge haben. Und hat man ja gesehen, selbst bei einer schlechten Findung ist noch nicht immer alles verloren. Dann kommt noch ein 0 dabei raus, der plötzlich funktioniert. Und damit rechtfertigt das dann schon wieder die Reizung. So, bei dem Gang geben wir mal Schneider frei als höchstes der Gefühle aus. Ja, auch dieses Ziel verfehlt. Karo stand ordentlich. Ja, die Batzenberger Asse, die legen hier wieder andere Punkte vor. Ja, mal gucken, wer am Ende hier noch vorne ist. Ich sag mal, ich glaube, das motiviert Eddie. Ich glaube, das stachelt ihn an. Ich glaube, da wird er versuchen, dran zu bleiben. Jetzt hier auch wieder so ein zweifelhaftes Ding, aber natürlich auch noch mit in Herz noch den sechsten Trumpf gefunden, wenn du es dir wünschen kannst, Herz oder Pik. Dann möchtest du ihn natürlich in Herz finden, damit du die geschlossene Beikarte hast. Also irgendwie, ja, Händchen, Riecher oder die glücklichen Findungen. Du kannst bei dem Ding natürlich, wenn du nicht den sechsten Trumpf findest, dann stehst du auch schnell mal mit einem echten Problemspiel da. Der sechste Trumpf ist in dieser Situation immer so wertvoll. Selbst jetzt eine Vier-Trumpf-Gegenverteilung völlig uninteressant, irrelevant, aber man sieht schon, wie die Trümpfe fallen, dass das nicht der Fall ist. Deswegen spielt Eddie hier auch nochmal Trumpf raus. Und damit senkt sich das Spiel jetzt sogar zum Schneider. Ne? Oder habe ich es falsch gesehen? Dass er jetzt hier noch, habe ich was übersehen? Reicht ein 15 doch noch zum Rauskommen, dass er noch so ein bisschen im Trüben hier fischt und noch einen Fehler zu provozieren versucht? Na, hat auf jeden Fall hingehauen. Jetzt sind nur 4 Augen gefallen. Nö, wäre immer Schneider gewesen. Also, Eddie, bisschen dabei, die Karten zu mischen. Ja, Skatfreunde Stenweiler irgendwie so abgeschlagen, dass da auch wahrscheinlich ein bisschen die Motivation fehlt, jetzt noch ein schwaches Spiel, noch eins im Zweifel auf der rechten Seite mitzunehmen. Das kennt man ja auch an Tagen wie diesen. Bei dem Rückstand jetzt noch eine schwache Karte reizen, das geht häufig auch nicht gut. So, das finde ich jetzt interessant. Das finde ich interessant mit den 4 Trümpfen, die gegen Mittelhand die blanke 10 auf dem Tisch. Gut, natürlich können da erstmal bei der 18er Reizung auch mal alle 4 Bauern sitzen, dann ist Trumpf Ass sowieso auch gefährdet. Ja, anhand der 10 ist natürlich auch für einen Partner erkennbar, dass die sehr wahrscheinlich blank ist. Das ist sicher eine Geschichte, die diesen Zug hier unterstützt. Und klar, es können jetzt eben auch auf Herz gegebenenfalls noch volle verladen werden. So, Herzkönig scheinbar nicht beim Partner. Oder zumindest nicht mit der Dame, sodass da auf beide Stiche gespielt wird, kann natürlich sein, dass da noch Herzkönig 9 oder so sitzt oder König Lusche und er beide Stiche machen will. Gut, es ist der 6-Trümpfer, Trumpf Ass macht hier den Stich und jetzt ist so noch ein Pik und 2 Herz oder so, Zwischenzug Pik Dame könnte man tauchen, um dann den Herz, es geht dann nur noch mit Herzkönig Stich oder Karo, da muss man sowieso unterbleiben. Jetzt kommt Herzkönig, da geht Pik 10 rein. So gesehen genau die Situation war es. Und dann hat es halt doch wieder gereicht, obwohl der Karo-Volle abgemeldet wurde. Ja, muss man dann tatsächlich sagen, Herz Ass zu dritt und die blanke Pik Lusche reichte hier nicht mit den 3 Unterjungs, weil 4 Trumpf dagegen standen. Und natürlich spielst du mit den 3 Unterjungs und 6 Trumpf erstmal einen Bauern aus. Ja, und dann steht der Kreuzbube blank. Und
dann war es eben auch gut gespielt hier von den Skatfreunden Stenweiler, nicht den Herzkönig direkt hinterher, sondern auf noch den Extrastich zu gehen. Und somit kommt Eddie auf diese Weise ran und dann, was für eine Findung. Zack, zweimal hintereinander. Erst ein umgebogen und jetzt Grang mit rein. Ich glaube, damit haben wir hier den Führungswechsel am Tisch. Kurz durchkalkulieren, was kann passieren? Können wir mit dem Schnitt, der natürlich den Schneider unterstützt, können wir dann verlieren. Ne? Danach im Zweifel der Abstich, 23 auf 26 und dann Karo 10 König Lusche zusammen mit zwei Vollen, zack, sind 60 drin. Andererseits rausnehmen und dann steht Karo zu dritt, ist halt auch zu verlieren, aber ich denke in der Tat noch deutlich schwerer. Der andere Weg ist halt wirklich dann zu einfach. So, Karo stand gar nicht zu dritt und damit ist die Schneider-Chance halt auch immer noch auf diesem Wege drin. Ja, nächster Schneider. Läuft. Na, hab ich mich eben vertan, wo das Spiel verloren wurde. Doch eigentlich nicht. Ja, gleich nochmal kurz reingucken. Ja. Braucht man auch nicht viel zu sagen. Sehr schönes Spiel. Sehr schöne Findung. Vorhand wäre wahrscheinlich der Gang losgegangen mit dem Vollen im Keller. Aber in Mittelhand ist das natürlich keine realistische Option. Es ist eine realistische Option, aber die Chance ist einfach zu schlecht. So, hier ungewöhnlich, Eddie nochmal mit dem Unterzug, um gegen die drei Trümpfe zwei Augen zu sparen, hat auch geklappt. Sonst hätte er eben, wenn die 1-1 stehen, hätte er zwei Augen abgegeben, die nicht wichtig gewesen wären. Und das hat hier wieder zum Schneider geführt. Also das ist eigentlich wieder ein lustiges Spiel hier an der Stelle. Naja, ich habe mich da eben tatsächlich vertan. Also Stenweiler hat tatsächlich das Spiel wieder verloren. Dennoch hat Eddie mit dem 120er die Führung am Tisch übernommen und jetzt ausgebaut mit dem einfachen Herz Schneider. Dieser Schneider ist wirklich schön, eine besondere Situation. Durch den Trumpfunterzug zwei Augen rausgeeist und damit hier den gegen die eigentlich Nicht-Schneider-Stellung den Schneider erzielt, weil natürlich der Spieler mit Trumpf 9, Pik Bauer, auch auf den 7 Trümpfer mit dem Unterzug einfach nicht kommen kann und natürlich dann auch die Trumpf-Lusche der korrekte Zug ist. Dennoch gibt es eben, denke ich, nicht viele Spieler, die jetzt hier bei diesem 7 Trümpfer ein zweites Mal von unten spielen. Also Chapeau. Ja, und es wird belohnt hier mit dem nächsten. Es ist kein Grand Hand, aber es ist kurz davor. Fast jede Findung führt am Ende zum Grand. Karo so lang mit 14 runter, dass du auch den Buben hier spielen kannst ohne Verlustängste. Selbst wenn zwei Bauern zusammenstehen, kommt häufig der Bauernabzug und dann reicht es eben einfach auch mit den ganzen Vollen. Also Bauern kommen, Karo kommt. Jetzt der Einschub, was bedeutet, sie werden wohl schneiderfrei kommen, denn sie haben jetzt eben 21 liegen und der Herzstich lässt sich wohl nicht wegdiskutieren. Am ehesten noch durch den Pikstich 25, wenn man jetzt aber die Herzlusche fallen lässt, aber an sich hinten ist ja auch noch die Kreuz 10, also es kann nicht Schneider werden. Ja, was ein Zwischenspurt und ein Riesenergebnis. Ja, wenn man schon durch ist, dann geht es ganz ungeniert. Hier jetzt sogar nochmal gereizt auch. Ich glaube, jetzt nimmt Eddie aber auch, jetzt nimmt Eddie die Herausforderung aber auch an. Die Karte läuft, alles läuft sich für ihn hin. Dann gehst du auch ins Risiko. Hier der erste Stich zeigt schon wieder perfekt, wo die Karolusche steht. Sogar der Aufschlag jetzt, einfach nur glücklich. Wenn Vorhand jetzt irgendeine andere Farbe spielt, einfach rüberspielt, dann kommt natürlich aus Mittelhand sofort die blanke Karolusche. Aber
Caro hat er selber nur zu zweit, ist seine kürzeste Farbe, greift er da in neuen Bube und schon ist der Caro-Vorfall saniert und damit hat er null ausgezeichnete Chancen. Da klärt sich Herz und jetzt ist das Ding, Thema ist doch durch. Auf Kreuz wird jetzt nichts mehr passieren. So einfach ist Tennis. Oh, wie schön ist Panama. Mensch, Eddie, da kommen die Punkte immer her. Ja, da ist wohl nicht viel los. Kann jetzt auch den Bauern spielen, aber man kann, wenn überhaupt, vielleicht einen Fünftrümpfer irgendwie attackieren, da will man es dem Spieler mit dem Bauernzug nicht leichter machen. Nicht die Arbeit abnehmen. Trumpf steht 3-3, Trümpfe sind raus, aber wenn die roten Asse werden natürlich noch beim Alleinspieler sitzen, der kann sich das überlegen. Ob er jetzt Herz mitnimmt, einfach Karo Ass zieht, macht er den Sack zu. Ob er Herz mitnimmt, Herz zurückschiebt, kann er auf die Karo 10 noch gehen, falls er sie nicht hat. Also, alles egal hier an der Stelle. Eddie hofft jetzt aufs blanke Herz Ass. Au! Das war ungewöhnlich. Karo Ass kann ja irgendwie nur ein... Also, ja, das war irgendwie vertan, würde ich sagen. Der Schneider auf jeden Fall geschenkt. Den Sieg natürlich nicht, aber Karo 10, König Ass, also mal 25 mehr, wären da drin gewesen. Ja, keine Ahnung, was da verklickt wahrscheinlich, ne? Verklickt. Verklickt oder im Frust. Muss ganz ehrlich sagen, auch beim Zugucken, wenn man sich hier auf diese super schönen Karten fokussiert, jetzt wieder bei Passe das Ding bekommen. Ne? An anderen Tagen musst du gegen reizen, musst du noch überlegen, nachher kommt, ob du überhaupt einen schlechten Pikant machst. Hier nimmst du bei Passe einfach Pik Buben auf und hast den Krang mit Schneiderschance. Jetzt kommen die Bauern nicht, dann werden sie wahrscheinlich rauskommen. Aber es spielt sich so einfach und es ist trotz alledem natürlich schon fast körperlich spürbar, was für eine bittere Liste das für den Spieler hier links ist. Der kriegt null Material, der ist einfach nur ausgeliefert und wenn er dann mal den Schnabel aufmacht, dann gibt es noch Backenfutter, also man kennt das. Und ja, von daher ist eine gewisse Frustration auch durchaus nachvollziehbar. Jetzt hat er wieder das Spiel, denn am Ende musst du trotzdem natürlich weiterlaufen, ne? Auch wenn die Serie sich so entwickelt. Du musst weiterlaufen, dich ins Ziel schleppen, wie auch immer das gehen soll. Hier wird man nämlich auch gleich denken, die Beikarte kann noch nicht so gut und geschlossen sein, ne? Eddie hat wieder eine Menge mit dabei. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Ist das der Sechstrümpfer? Pik hat er jedenfalls, ja, es ist der Sechstrümpfer, zweimal unter durchgespielt, das war stark gespielt. Und jetzt hatte er den blanken Karo schon abgeworfen. Also der ging jetzt wenigstens gut. Er war dann so stark, wie man eben sein kann. Sechstrümpfer, Ass zu dritt, eine Karo dabei. Auch mal hier den Schneider mitgenommen. Ja, Eddie sieht entspannt aus. Ich denke zu Recht. Kurz Ergebnisdienst, kurz Zwischenstand teilen. Was ist hier los? Zwei Reizungen. Das Guard wird nochmal aufgenommen. Online kann man dann dem nicht allzu viel beimessen, aber so ein bisschen registriert man das doch. Ist das hier vielleicht ein Problemspiel? Und dann kommt natürlich auch Null raus. Gucken wir uns an. Aus dem Drilling erstmal aufgeschlagen. Ja, und jetzt gucken wir, was in Karo geht. Und erwischt, würde ich sagen. Es sei denn, er hat jetzt zwei Karos gedrückt. Unwahrscheinlich. Also auch genau korrekt getroffen. Alleinspieler steht auf Ass-Dame.
zwei Luschen-Partner hat den Karo König und versucht im weitesten Sinne ja auch noch Herz zu maskieren, indem er selber aus dem Drilling aufschlicht. Also Alleinspieler, in dem Fall ist jetzt Batzenberger Asse, an sich seine eine Chance beim Null genutzt, nur im Aufschlag. Wenn jetzt eben nicht Herz zweimal nachgespielt wird, dann kann der blanke Karo König nicht rausfliegen und dann ist das Spiel gewonnen. Wenn einmal die Skatfreunde Stenweiler hier an den Stich kommen, wird wahrscheinlich sofort der blanke Karo König gespielt und dann ist es passiert. Also natürlich sitzt die Karte jetzt auch ein bisschen glücklich, dass Eddie hier wirklich Herz Ass König Dame hat und der Mitspieler einfach gar nicht auch die Chance hatte, sich da irgendwie reinzudrängen und seinen Blanken einmal zu zeigen, was ja eben auch häufig genug richtig ist, aber in dem Fall eben genau nur so zu erlegen war und zack, im vierten Stich gefunden. Tja. Darf man auch gar nicht so lange überlegen. Ne? Wenn du anfängst zu überlegen, dann kommst du auf den Gedanken, dass das Blatt eigentlich zu dünn ist. Einfach in der fließenden Bewegung aufnehmen, gerade wenn es gut läuft, wenn auch keine Gefahr mehr ist, wenn kein Druck mehr ist, dann kann man sich ja auch das sowieso erlauben. Aber bei Passe liegt doch dann auch häufig genug. Und mit dem Kreuz Ass geben wir dem Spiel jetzt schon mal wieder eine gute Chance. Also das würde mich wundern, wenn der jetzt hier nicht funktioniert. Das würde mich wirklich wundern. Bisher läuft hier alles so glatt. Und auch hier die beiden richtigen roten Luschen quasi gedrückt. Das ist natürlich günstig, wenn du hier erstmal stechen kannst. So, vier Trumpf dagegen. Aber natürlich trotzdem nur noch einen Trumpfstich in der Abgabe. Es kommt auch die Schmierung nicht. Dann spart er die hier sogar noch die vier Augen. Die können auch entscheidend sein. Ja, und da kommt er wieder mit dem Pik König in Schnitt und nichts ist los, ne? Natürlich auch das nur, weil die Pik 10 schönartig vor ihm sitzt. Klar, hätte er noch Karo 10 erst ziehen können, dann Herz 10 aufs Tableau bringen, dann gibt es 10 oder 14 Augen mehr. Aber ob du mit 82 gewinnst oder mit 68, das macht den Kohl nicht fett. Das Spiel hatte sich schon gut entwickelt. Jetzt den Trumpfkönig noch, dann sind es schon 18 Augen mehr. Dann wären es schon nur noch 64 gewesen. Also ein bisschen optimieren, hätte man den noch optimieren können im Gegenspiel. Aber wahrscheinlich stand er dennoch auf Sieg. So, mal einer mit rein. Damit auch wieder hinten raus, wie es ein bisschen die Sonne aufgeht. 6 Trümpfer mit 3, 4 unbekannte Karten. Ja, das sieht wie Herz 10 König Dame aus. Jetzt noch wahrscheinlich eine unbekannte und Herz 10 oben. So gesehen Luschen, Karo Lusche Abtrag oder Bedienen und Schneider. Ne? Oh, Karo Ass sogar noch drin. Das heißt dann sogar Herz 10 gedrückt. Luxusprobleme. So, Eddie, was ist los? Bist du noch heiß? Er ist noch heiß. Guckt euch das an. Kann man natürlich die 18 sagen, aber also ich weiß nicht. Die sind jetzt wirklich brandheiß. Er kriegt es. Kreuz Ass drin, okay. Haben wir eben auch gefunden, Kreuz Ass. Eben hat es gereicht. Ja, wenn der wieder ordentlich sitzt, aber Kreuz 9. Kreuz 9 ist natürlich die Karte, die du in diesem Spot am wenigsten gerne siehst, weil die kommt ja meistens aus dem Drilling, wenn nicht aus dem Vierling und selbst wenn jetzt hinten die Kreuz 10 fällt, dann stehen vor dir die beiden Kreuzstiche. Also Kreuz ist einfach hier das schwächste Glied in dieser Kette und das sieht erstmal nicht gut aus, weil da sind nicht viele Optionen. Es fällt tatsächlich die Kreuz 10 und Eddie bleibt sogar noch in Hinterhand, also geht jetzt vielleicht sogar noch was. Er muss schnippeln, er ist verdammt zum Schnippeln, wenn jetzt Karo auf 4-1 steht, also jetzt Karo auf Abstich ist, dann fliegt das Ding natürlich komplett aus der Röhre. Er kriegt auch die Karo 10. Zwei Zähne hat er rausgeholt. Aber es stehen die vier Trümpfe, sehr wahrscheinlich. Da geht die Pik 10 rein. Also er wird jetzt das Herz Ass leider. Moment, er kriegt das Herz Ass, aber jetzt gibt es nicht mehr. Jetzt hat er 5 volle. Trotzdem das Spiel verloren. Kann das sein? Ja, 57.
5 volle 2 Zehner bekommen. Ja, da sieht man dann eben auch manchmal, was der Unterschied ist zwischen du hast Ass Doppellusche oder hast Ass König Lusche. Ass König Lusche hätte man die 4 Augen dann noch mitgenommen auf 61 hinten her. Ja, weiß gar nicht. Könnt ihr ihn anders spielen? Eigentlich nicht. Saß an der Trumpf 10 an sich schon, dass die nicht mitgenommen wird. Das deutet schon darauf hin, dass dann die 4 Trümpfe stehen müssen. Schnitt Karo hat geklappt. Was hätte man noch machen können? Ehrlicherweise muss man sagen, war wahrscheinlich jetzt auch mal fällig, ne? War wahrscheinlich fällig und das waren vielleicht die 18, die dann. Gut, aber na, wenn es immer hinterher, wenn du es immer vorher weißt, welche 18 du sagen kannst und welche nicht, welche Flocke reizen und welche nicht, dann würdest du in einer noch ganz anderen Liga spielen als alle anderen. Also das kann ja auch nicht real sein. An sich hat Eddie ja, glaube ich, schon wieder ein hervorragendes Näschen hier in dieser Serie bewiesen beim Reizen. So, hier das Ausspiel mit der Kreuz-Dame ging nach hinten los. Auch das Pik-Bild ist jetzt fehlinvestiert. Trotzdem einfach im Rückspiel dann noch Kreuz-Ass mit einer Schmierung für Schneider frei. Sollte immer noch leicht drin sein. Das ist eigentlich nicht so schön, denn wenn hier jetzt Abwurf Kreuz-Lusche, das wäre die Chance gewesen, noch rauszukommen. An sich einfach wieder einspielen wäre die sicherere Variante gewesen. Ja, oder jetzt eben so und jetzt plötzlich keinen Vollen mehr zum Laden. Also deswegen wäre ein Spielen einfach besser gewesen. Jetzt gibt es aber hier noch den 8 Augen stehen Herz, kommt fast. Ach, Moment mal, was ist denn hier noch los? Das Ding ist doch jetzt nur ganz knapp gewonnen. Also wenn er da einfach nach, was war das? War auch kein guter Gang. Wenn er da einfach nach dem Wahnsinn, 2 bestellte Zehner und obwohl Pik Dame dann auf den Bauern auch nach Pik 10 einfach Pik zurückspielen. Gut, ist die Frage, spielt er dann auch einfach, einfach Kreuz wieder raus? Wenn er dann das richtige Ass natürlich noch trifft, Karo Ass, es muss dann getroffen werden und dann immer noch die Jagd auf Herz 10, aber ja, 3 Bauern, Pik Ass, König Lusche und dann dreimal sowas wie 10 Lusche, 10 Dame, ne? Kreuz hat er 10 Lusche in der Hand. Wahnsinn. Ein gewagter Grang. Der Erfolg gibt ihm recht. Manchmal muss der Grang auch so schlecht sein, da kommst du dann nicht drauf. Ne? Also ich meine, aus Eddies Karte sicher auch nicht zu erahnen und noch Bauer Ass gefunden, nicht zu erahnen, dass das so ein Rumpelgrang ist. Ja, war halt auch kein gutes Ausspiel hier, ne? Aus bei 2x7, 2x Doppellusche in Rot und Dame-Lusche auch nicht gerade attraktiv. Tja, lustig. Letzter Versuch. Nochmal mit 18 ist Eddie dabei. Eddie ist noch hungrig und findet noch einmal Weltklasse. Vom ganz schlechten Farbspielansatz mit 2 Passkarten in den Rang. 3 Stiche Abgabe Rang. Natürlich kannst du dir den Karo König nicht hochspielen, deswegen ist er auch nicht, ne, ist er nicht unverlierbar, aber er ist sehr schwer zu verlieren. Und hier passiert es auch schon wieder. Es fallen nur 14. So, Karo Abwurf, jetzt noch die Schneider-Chance am Leben halten. Einmal abwerfen, dann so tun, als ob das alles in Karo war und gucken, ob vielleicht wir hinten draußen noch einen falschen Abwurf provoziert haben. Nein, ist natürlich auch nicht wahrscheinlich, aber kommen noch 48 dazu. Ja, das war ja wohl ein Eddie-Abend, muss man sagen. Die Serie davor, die ich hier vor 2 Wochen gestreamt habe, ging schon über 1400 aus. Insgesamt glaube ich da auch 15 Gewinnspiele, jetzt nochmal 15. Ja, und das Ganze mit vielen kleinen nicklichen Reizungen, die man nicht machen muss, aber dann natürlich auch immer bei 18 bekommen. Dann mal das Glück des Tüchtigen, mal eben aber auch mit dem entsprechend guten Riecher die Dinger als schlecht Wackel-Nulls ins Ziel gerettet und deswegen hier, denke ich, verdient ein starkes Ergebnis. Es wurde sauber gespielt, soweit ich das gesehen habe. Ich habe keine krassen Gegenspiel-Dinge gesehen. Also auch Kompliment an Batzenberger Asse und Skatfreunde Stenweiler. Das waren, da wurde eine ganz gerade Karte heute hier gespielt. Einmal verklickt. Es war so ein Ausreißer, den brauchen wir gar nicht erwähnen. Das war klar, dass das
das geht mal durch, da sind wir drin. Aber so gesehen, schöne Runde und vielen Dank an Eddie, dass er uns hier, dass er sein Spiel hier mit uns teilt. Hoffe, euch hat die Geschichte Spaß gemacht. Hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Macht es gut und wie immer, gut bleibt.